Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Lasst uns mal wieder reingucken hier zu den kleinen Kaninchen. Nummer 3 hier. Wie sieht sein Stall aus hier? Das sieht so aus, als wenn er hier Action drinnen gehabt hat. Und das trifft es sogar auch. Er hatte heute Besuch. Bekannte sind gekommen. Die haben zwei Häsinnen gebracht, die einmal befruchtet und geprüft werden sollten, ob die dann tatsächlich auch trächtig sind. Und die eine war tatsächlich trächtig, die war schon 2 Wochen vorher einmal hier. Das war jetzt quasi der prüfende Akt dazu und es scheint, dass alles gut funktioniert hat. Und die zweite, da ist er auch umgekippt. Mal schauen, ob das so seine Form annimmt. Da haben wir die Havanna-Schecke, die gute hier. Hin und wieder lässt sie sich mal streicheln, die gute. Nicht ganz so häufig. Wir sind noch nicht so weit, ne? Noch ist sie ein bisschen abweisend. Und die braune Häsin, die hier alle ständig durchgräbt. Hier, sei gegrüßt, du kleines Kaninchen hier. Da ist sie, die gute. So, was haben wir hier? Die ist gerade bei ihren Kindern drin, ne? Ich weiß noch nicht genau, was sie hier macht, ne? Da kommt sie raus hier, die gute. Die hat wahrscheinlich gerade mal prüfend geguckt hier. Ein bisschen Fell am Mund hat sie. Wie sieht's aus hier? Ich glaube ganz gut hier. Da gucken wir nachher mal rein. Erstmal gehen wir nach oben. Da haben wir sie alle 4 reingequetscht. Die kleinen blauen Wiener hier. Alle in die Schüssel hineingequetscht. Also ich bin fast am Überlegen, ob ich hier nochmal eine zweite hinstellen soll. Die quasi den restlichen Bereich hier abgreift, ne? Damit das dann nicht auf den Boden kommt, sondern alles schön ins Katzenklo rein. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch nochmal. Wie sieht's hier aus? Nummer 4, mein Lieber, sei gegrüßt. Und der blaue Wiener hier, mein Lieber, sei gegrüßt hier, der gute. Der kleine, weiche, blaue Wiener. So, gestern haben wir das ein oder andere Kaninchenexemplar versucht hier wilde Stunts zu machen und die sind hier rausgesprungen tatsächlich. Also das war ein witziges Bild, fand ich. Das hing hier dran, dann runtergefallen, aber denen geht es allen gut, ne? Also da ist jetzt nichts, wo irgendwas passiert ist, sondern alle sind sie munter auf hier. Das ist der kleine Beißer, der knabbert ganz gerne am Menschen herum hier, der gute. Auch jetzt hier seht ihr, weiß ich, warum er das macht, aber der scheint eine gewisse Freude daran zu haben. So, ich hatte auch vorhin gesehen, wie die kleinen Kaninchen hier schön getrunken haben aus dem Napf bzw. aus der Tränke, die man nicht mehr so rumliegen, ne? Die kleinen. Da haben wir sie, die helle Großsilber hier, die gute, und ihr ganzer Nachwuchs hier. So, seid gegrüßt, die kleinen Kaninchen hier. Zack. Sehr schön. Da sind sie, die ganzen Exemplare. Wollen wir mal reingucken hier unten, was es hier noch so gibt. So, ihr kleinen Kaninchen, das schwarze Kaninchen hier. So ein bisschen was Grünes hier für die Mutti. Zack. Sei gegrüßt, kleine Mutti. So, ein bisschen was in den Topf tun. Dann bauen wir hier mal kurz elegant die Mutti-Sperre ein. Zack. Ich bin schon mal ganz gespannt hier. Wir haben zwar gestern noch reingeguckt, aber ich wollte heute noch mal sehen, weil ich meine offene Augen gesehen zu haben. Kann aber auch ein bisschen täuschen. Scheint zu täuschen hier. Guck mal, wie groß die schon geworden sind, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir sie. Die gute Pracht, sage ich mal, ne? So, packen wir die mal wieder alle zurück hier. Also die sind gut ernährt hier, muss ich sagen. Hat alles soweit gut funktioniert, bis die ersten Stunden waren ein bisschen kritisch, aber sonst, das hier könnte tatsächlich was sehr Interessantes werden hier. Also ich bin sehr gespannt, wir warten jetzt noch mal so ein bisschen, ne? So mal ein bisschen zumachen hier, damit sie einen gewissen Grad an Wärme dort dann auch erreichen können, ne? So, das wäre erledigt hier.
baue ich denn hier eigentlich auch nochmal so ein Geburtsabteil rein? Und tatsächlich bin ich da noch so ein bisschen am Rätseln, ob ich das machen soll, denn das soll ja eigentlich nur die Sekundärlösung sein, also eigentlich nur die Ausweichmöglichkeit, ne? Wenn oben mal, ich sag mal, Mangel an Platz ist, dann soll ich hier drauf ausweichen. Ansonsten ist das hier tatsächlich angedacht, ob hier eventuell das Stroh und das Heu reinkommen könnte, ne? Vielleicht in einem Bereich nur Stroh, in einem anderen nur Heu. So ist es dann auch geschützt einigermaßen, denn hier fahre ich eigentlich ganz gut. Das ist jetzt leer gegangen, ich habe aber noch in der Garage was. Da nochmal vielleicht eine Tür reinmachen, dann kommt niemand von außen da rein. Ne? Und hier ist ein schöner trockener Aufbewahrungsplatz, schön luftig. Von daher, das könnte ganz gut sein. Hier könnte ich mir fast vorstellen, dass da zwei Ballen reinkommen. Da vielleicht nochmal einen dritten. Ne? Dann hätte ich hier 1, 2, 3, 4 und oben 3. Und dann ist das ja auch sinnvoll genutzt, sage ich mal. Ne? Man muss sich tatsächlich einmal die Zeit nehmen und das ganze Ding dann hier einmal abbauen. Ne? Ich denke, das Holz, da kann man einiges noch wieder verwenden. Das muss nicht zwingend weggeschmissen werden. Man muss mal schauen, wenn das da so schon angegriffen ist, dann ist es dann doch wahrscheinlich ein Holz, was dann entsorgt werden muss. Aber das wird eine interessante Geschichte werden hier. Das hier mal wegnehmen und den hier nach oben transportieren und dann kommen wir der Gesamtsituation, dem Gesamtziel auch ein Stückchen näher, ne? Denn eigentlich soll irgendwann mal da oben alles abspielen hier, dass hier im Prinzip kein Kaninchenkram mehr da ist, nur halt im Notfall, ne? Aber dass oben im Prinzip alles soweit laufen wird. So, was machen wir eigentlich mit den ganzen Kaninchen, wenn die soweit sind? Denn die können ja nicht ewig hier in diesem Stallbereich drinnen bleiben. Das wird ja viel zu eng werden. Und da müssen wir im Prinzip gegenwirken, mehr oder weniger. Ne? Denn eigentlich ist der Plan, dass diese kleinen Kaninchen, wenn die soweit sind, im Prinzip aus dem Stallbereich raus, in einen Bodenbereich hineingehen. Dann haben wir aber nur einen kleinen Bodenbereich. Der hat jetzt ungefähr 3 Quadratmeter plus minus ein bisschen. Und da werden nicht alle reinpassen. Also ich gehe davon aus, dass sowieso alle Weibchen verkauft werden. Ne? Und die meisten sind Rammler. Rammler sind ja tatsächlich etwas... Guck mal, die zwei hier, seht ihr die? Die scheinen sich zu mögen hier. Zumindest hängen sie da miteinander rum. Rammler sind ja tatsächlich so ein Exemplare, die man nicht so leicht verkaufen kann. Zumindest wenn man das Sammelsurium an Erfahrung heranzieht, was ich bis jetzt anreichern konnte. Ne? Und von daher müssen wir dann mal schauen, welche von denen allen verkauft werden. Und die restlichen, da könnte sich tatsächlich so anbieten, dass die mal alle zusammen, die dann noch übrig bleiben hier, ne, von diesen vier Bereichen, alle in einen Bereich reinkommen. Weil das dann relativ viele sind, müssen wir uns mal überlegen, wo wir das dann genau hinbauen wollen. Ne? Denn ich würde die schon ganz gerne in einem Außenbereich haben wollen, weil das sonst einfach zu viel wird. Ne? Und dann habe ich in einem Schlag auch vier Bereiche sofort wieder frei, sage ich mal. Ne? Und ich denke mal, dass die wahrscheinlich in so einen Bodenbereich hineinkommen. In was für einen weiß ich noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal ein bisschen Zeit mir nehmen würde und das hier so ein Stückchen hier herausputzen würde. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dort die restlichen alle im Prinzip dann hier in diesen Bereich hineingepackt werden können. Wir müssen mal schauen, wie sich das letztendlich entwickelt, wie das Zeitmanagement aussieht. Ne? Man muss sich ja auch die Zeit nehmen. Da muss das ganze Holz hier weg. Und dann müssen wir hier auch nochmal so ein Teil bauen, wie da unten. Ne? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das hier auch sofort funktionieren könnte. Ja, ich denke, wir haben es wieder geschafft. Wir sind zum Ende dieses Videos gekommen. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Schreibt gerne was in die Kommentare. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.